Sind Sie das Blabla-Korb? Oh, kommen Sie da von der Mauer. Das ist ja gefährlich, wie Sie da stehen. Ich war froh, dass ich einen Parkplatz gefunden habe. Ach, ja? So, Sie fahren also morgen früh. Ja, genau, Moment. Ich hab... Cool. So, oh, ich muss mich rauchen, das ist so wirklich. Oh, immer. Im Auto fahren Sie aber nicht. Ah, nein, 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 nur auf der Terrasse. Ist nämlich ungesund. Wir sind auch für mich im Auto. Okay, ich muss auch gar nicht rauchen. Nee, trinken tue ich auch nicht. Aber schick hier. Nehmen Sie öfter jemanden. Ja, aber es ist ja auch sonst total langweilig, wenn ich da so nach Dresden. Ja, weiß ich nicht. Ja, darf ich Ihnen denn? So. Ach, wie süß. Also ich wollte morgen am Bonner Verteiler... Ja, am Bonner, nicht? Das ist mir zu weit. Nee. Können wir mich vielleicht am Neumarkt uns treffen? Das wäre besser für mich. Nein. Na gut, nein. Da weiß ich aber gar nicht, wo ich da parken soll. Oh, ich komme Ihnen entgegen. Ah, das ist gut, weil da kann man nirgendwo parken. Yeah. Okay, also Neumarkt. Gerne noch einmal. Und zwar morgens früh um 6:30 wollte ich los. Das ist früh. Aber gut. Ja. Umso früher ist man ja da. Hm? Und ich mache immer noch Rast. Kurz vom. Da gibt es eine Bräuerstation an der Autobahn. Wo genau? Das schreibt es halt Plötzenräder. Plötzen? Ja. Oh. Also, apropos halbes Hähnchen. Hähnchen essen wir doch. Ja. Ja, natürlich. Wieso fliegen Sie eigentlich nicht? Ich meine, Sie können doch locker auch fliegen. Ja, ist auch einsame Sache, das Fliegen. Aha. Ist auch. Bin ich immer alleine? Oh ja, das ist bestimmt doof. Ja. Okay, ich meine, ist ja auch für mich lustig. Manchmal weiß ich auch nicht, wo es lang geht. Und dann brauche ich jemanden, der meine Karte liest. Aber ich habe ein Navi. Nein, das ist halt blöd. Ne? Kommst du da willst nach Dresden und dann kommst du irgendwann bei Dölder an. Ja, ja. So. Moment, ich mache mir noch gerade schon keine Notizen. Aber Sie fahren nicht schneller als 130. Aber immer schlecht. Also ein Porsche oder so? Nee. Es ist einfach nur ein Kleinwagen. Ein C1. Wissen Sie, so ein kleiner halt. Ich hoffe, der ist nicht zu klein für Sie. Man sitzt sehr gut. Sehr gut. Kann man dann Sitz zurückschreiben? Auf dem Parkplatz vielleicht? Total. Oder so. Ich brauche ja bloß, falls wir irgendwo halten müssen. Ja, natürlich. Sitz zurück. Bitte schreib mir mal alles auf. Manchmal mache ich gerne ein Päuschen. Päuschen. Wenn sie ihnen recht wäre. Natürlich. Parken wir mal. Ja, wir haben Sie viel Gepäck mit irgendwie? Gepäck? Nö, gar nicht. Brote. Boah, Brote. Ach, Brote, das ist ja toll. Dann brauche ich ja, krieg ich eins ab? Na, freilich, ja. Ach, so eine Butterbämme, oder wie sagen Sie da bei Ihnen? Ja, Wurst. Ah, super. Ah, das finde ich total gut. Okay, also wir machen den Sitz zurück, wir essen ein Butterbrot und ein...
halbes Hähnchen und ich rauche nicht. Und Leumann. Von Leumann. Von Leumann. Ganz wichtig. Ja, genau, ja, ja, ja. Und können Sie gut aufstehen morgens? No. Ich meine. Sieht man doch.